Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Rainer von Aktion Freiheit statt Angst und wir wollen heute mal wieder für eine halbe Stunde uns mit Verschlüsselung beschäftigen für unsere Kommunikation, die sonst von allen möglichen mitgelesen werden kann. Wer das alles ist, das haben wir Ihnen ja schon erzählt mit den beiden Beiträgen, eben Überwachung durch Unternehmen, Google und ähnliche, und Überwachung durch den Staat, also Vorratsdatenspeicherung und die Enthüllung, die unser Ehrenmitglied Edward Snowden eben aufgedeckt hat. Gut, um welches Produkt geht es? Wir fangen mit einem ganz alten Produkt an, nämlich mit der elektronischen Mail, die es eben schon seit, für mehr als 40 Jahren gibt. Das ist ein standardisiertes Produkt, das heißt, es funktioniert für alle Betriebssysteme und sollte eben auch auf allen Geräten laufen und sich ähnlich verhalten. Das ist der große Vorteil gegenüber den ganzen Messenger, die wir ja schon in einer anderen Sendung untersucht hatten. Mail, wie gesagt, gibt es also mindestens seit Anfang der 80er Jahre. Da ist dann der Phil Zimmermann, wir sehen hier sein Bild, auf den Gedanken gekommen, man müsste dieses auch verschlüsselt anbieten, damit eben nicht jeder Admin an jedem Knoten mitlesen kann. Und die Bewussten, über die wir ja schon gesprochen haben, Staat und Unternehmen. Das heißt, wir wollen eine Verschlüsselung, die Ende zu Ende ist, also von einem Sender Alice, sehen wir hier, die will nämlich mit Bob kommunizieren und dazu würde sie das gerne verschlüsselt tun. Jetzt kann sie eben das natürlich auf ihrem Gerät verschlüsseln und der Bob muss als Empfänger das wieder entschlüsseln. Das Problem ist, sie muss vorher ihren Schlüssel ihm mitgeteilt haben. Und das kann natürlich auch wieder abgehört werden oder ist es zumindest umständlich. Und da kommt wieder unser Phil Zimmermann ins Spiel, der eben entwickelt hat, wie man asymmetrisch verschlüsselt. Wir sehen das hier auf dem Bild. Wir haben irgendwo einen Server, auf dem die Schlüssel, die öffentlichen Schlüssel für alle Menschen sich befinden. Wenn sie sich da nicht befinden, dann muss ich den öffentlichen Schlüssel einfach mit einer unverschlüsselten Mail verschicken. Und das macht gar nichts, weil mit dem öffentlichen Schlüssel kann man nichts weiter tun, als eine Mail an einen anderen Empfänger, zu dem der Schlüssel gehört, verschicken. Und die ist dann wirklich Ende zu Ende verschlüsselt, weil nur er als Besitzer des privaten Schlüssels kann die Mail lesen. Umgekehrt, wenn der Bob jetzt an Alice schreiben will, dann braucht er ihren öffentlichen Schlüssel und wie gesagt, die können alle auf irgendwelchen Servern liegen oder die hat man vorher ausgetauscht, das ist problemlos und schon kann der Bob eben mit der Alice kommunizieren. So einfach ist es. Sie kennen ja die Mozilla Foundation, die auch den Firefox-Browser rausgibt. Die hat auch ein sehr leistungsstarkes Mail-Programm, was zusätzlich eben Kalender und Chat und Terminvereinbarung ermöglicht. Und es ist Open Source, das heißt, da haben also Hunderte oder Tausende von Entwicklern drauf geguckt und gefunden, dass es keine Hintertüren gibt. Auch die Software von Phil Zimmermann ist bis heute eben nicht geknackt. Das heißt, das Verschlüsseln mit asymmetrischer Verschlüsselung öffentlichen und privaten Schlüssel ist bis heute noch sicher. So, ein kleiner Nachtrag noch. Diese Verschlüsselung für PGP oder wie es inzwischen heißt, GNU-PG, also PGP steht für Pretty Good Privacy, ist inzwischen eben in allen Programmen drin, gibt es also auch für Windows, GPG for Win, müssen Sie installiert haben, dann läuft Thunderbird auch in verschlüsselter Form.
Im Thunderbird war die Verschlüsselung eben mit einem Zusatzprogramm Enigmail früher üblich. Das ist inzwischen nicht mehr nötig. Sie können jetzt einfach mit dem Thunderbird-Programm automatisch Ihre Mails verschlüsseln. Schauen wir also jetzt einmal rein in die Installation von Thunderbird. Hier haben wir jetzt unseren Bildschirm geöffnet und starten über Internet Thunderbird nach der Installation des Programms. Thunderbird ist zwar installiert, aber wir haben natürlich noch keine eigenen Konten. Schauen wir uns in dem Programm etwas um, so sehen wir, dass wir neben der Bearbeitung von E-Mails ein Adressbuch haben, einen Kalender, unsere Aufgaben dort speichern können und wenn wir wollen, können wir darüber sogar ein Chat durchführen. Das wollen wir natürlich jetzt garantiert nicht machen. Wir schließen diese anderen Reiter. Interessant ist vielleicht vor der Installation der Mailkonten noch die Sache, dass wir über Einstellungen uns das ganze Programm noch ein bisschen schöner machen können. Genau wie bei Firefox-Browser haben wir auch hier allgemeine Einstellungen, dann eben spezifische für die Mails, für die Sicherheit und wie gesagt das Chat-Programm, was wir gar nicht weiter wollen. Standard-Suchmaschine würde ich natürlich schon mal sofort löschen und eine andere wählen. Hier ist das, was ich empfehlen würde, nicht dabei, nämlich startpage.com. Die kann man aber hinzufügen über diesen Button. Das wollen wir uns aber jetzt ersparen, da wir nicht so viel Zeit haben. Gut, dann ist vielleicht noch bei Datenschutz eine wichtige Einstellung, die wir beachten sollten. Was das Programm sich hier merken soll, können wir hier einstellen, ob wir Cookies akzeptieren oder lieber nicht. Und ob wir grundsätzlich sagen, sobald hier Internetaktivitäten erfolgen, dass wir nicht verfolgt werden wollen, wäre eine sinnvolle Einstellung. Das ist Geschmackssache, ob man möchte, dass man mit einem Masterpasswort sich andere Passwörter hier drin merkt, wie schon mal in einer anderen Sendung gesagt, diese Verschlüsselung ist zwar vorhanden, aber sie ist nicht das Gelbe vom Ei. Das heißt also, wenn wir wirklich auf Sicherheit Wert legen, sollten wir hier unsere Passwörter nicht unter einem Masterpasswort speichern. Wenn wir das wollen, müssten wir das hier ankreuzen und dann natürlich ein Passwort angeben. Dann geht es darum, wie mit Spam-Mails umgegangen wird. So, dann müssen wir, weil das System ja neu ist, ein paar E-Mail-Konten erzeugen. Und zwar wollen wir zwei Leute anlegen. Das eine ist die Alice und das andere wäre dann nachher der Bob. Also A und B sind unsere beiden Kommunikationspartner, die wir eben schon in der Theorie gesehen haben. Die Alice hat die Adresse alice@a-fsa.de. Wir fügen also das Passwort ein für Alice und könnten jetzt hier manuell einrichten, wenn wir wissen, wie die IP-Adresse des Servers ist oder weiteres. Wir lassen das mal hier von dem Programm einrichten. Jetzt wird erstmal geguckt und es wurden Einstellungen gefunden beim Anbieter unseres E-Mail-Dienstes, was natürlich unser eigener ist. Jetzt können wir das mit IMAP oder mit POP3 machen. Kurze Erklärung dazu.
IMAP empfiehlt es sich, wenn wir viel auf Reisen sind und unsere Mails eben von verschiedenen Hotels oder auch aus Büro und Privatlaptop und sonst was abrufen wollen. Das heißt, die E-Mails bleiben immer auf dem Server und wir haben lokal eben nur eine Ansicht davon. In dem anderen Fall, was wir hier jetzt machen wollen, POP3, werden also unsere E-Mails auf dem hiesigen Computer gespeichert und dann, wenn wir das ankreuzen, auf dem Server auch gelöscht. Da gehen wir davon aus, dass wir also nicht irgendwie plötzlich in einem anderen Hotel sind und von da aus auf unsere Mails zugreifen wollen, die dann nicht mehr auf dem Server wären. Gut, dann probieren wir das mal. Und es scheint geklappt zu haben. So, jetzt sehen wir hier unser E-Mail-Konto, Posteingang, Papierkorb. Wir können weitere Ordner hinzufügen für Spam und sonst was. Wollen wir jetzt nicht machen. Wir müssten uns jetzt darum kümmern, dass wir hier Mails verschlüsseln wollen. Das heißt, wir müssen auf Kontoeinstellungen gehen und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auswählen. Und haben hier die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einen Schlüssel für alice@a-fsa.de. Das heißt, jetzt können wir uns den Schlüssel noch angucken. Das ist seine Schlüssel-ID und der läuft in 3 Jahren ab. So haben wir ihn ausgewählt. Wir hätten auch einen anderen Schlüssel, einen neuen Schlüssel jetzt erzeugen können. Das machen wir gleich beim Bob. So, dann können wir. Hier sehen wir nochmal das, was vorhin auch in der Theorie angesprochen wurde. Unser Schlüssel ist also ein PGP-Schlüssel. Wir hätten aber auch einen S/MIME nehmen können, wenn wir irgendwo einen Schlüssel Dienst hätten, den wir natürlich bezahlen müssten. So, gut. Das heißt also, die Alice kann verschlüsseln. Wir können es einfach mal ausprobieren, indem wir jetzt an den Posteingang gehen und eine Mail an uns selbst schicken, an Alice. Sagen wir, das ist der Test Nummer 1 und wir schreiben uns das schöne Blabla hierhin und wir wollen verschlüsseln, das ist verfügbar, das heißt, wir können sagen, wir wollen verschlüsseln, dann können wir das absenden und hoffentlich auch wieder zurückerhalten. Schauen wir mal nach, ob es Mails für uns gibt. Da ist eine Mail und wie Sie sehen, hat der keinen Betreff. Erst wenn wir da drauf gehen, wird die Mail entschlüsselt und dann sehen wir erstens, sie war verschlüsselt und zwar richtig verschlüsselt. Wir können uns den Schlüssel hier theoretisch auch angucken. Nachrichtensicherheit, schauen wir doch mal, was er uns sagt. Wir haben mit unserem eigenen Schlüssel unterschrieben und verschlüsselt und damit sind wir erstmal zufrieden. Wie kriegen wir das jetzt wieder weg? So, ja, dann brauchen wir jetzt einen zweiten Menschen, das heißt, wir müssen ein neues Konto erzeugen. Dazu gehen wir wieder in die Kontoeinstellungen richten. Dazu gehen wir auf Kontoeinstellungen. Da sehen wir die Einstellung für Alice. Wir wollen ein neues E-Mail-Konto hinzufügen.
Und das soll der Bob sein, der dann eben die Mailadresse hat, bob@a-fsa.de. Und der hat natürlich auch ein Passwort, was streng geheim ist. Wenn wir das eingegeben haben. Wir sind ja noch beim Konto einrichten. Das muss man sich natürlich auch wieder überlegen, ob man das Passwort hier speichert im Mail oder ob man das jedes Mal beim Mailabrufen eingeben möchte. Für unseren Test ist das im Augenblick wurscht. So, wir wollen wieder kein IMAP-Konto, sondern wollen ein POP3-Konto. Und es scheint geklappt zu haben. Adressbuchsachen und Kalender haben wir alles noch nicht, aber da gibt es auch schöne Sachen, die man machen kann, was aber für heute zu weit führen würde. Uns geht es ja um die Verschlüsselung. Das heißt, wir wollen jetzt für Bob eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einrichten und es gibt noch keinen Schlüssel. Also wollen wir einen Schlüssel hinzufügen. Falls wir bereits einen haben, können wir den natürlich importieren. Haben wir nicht. Also wir können den auch eben mit GNU-PGP in einem Terminalfenster erzeugen und dann hier importieren. Haben wollen wir auch nicht, sondern wir lassen das alles hier, dieses Programm machen. Auch für 3 Jahre, genau wie wir es für Alice gemacht haben, einen Schlüssel erzeugen. Weitere Einstellungen. Das ist eine Möglichkeit des Schlüsseltyps. Wir haben auch noch eine andere Methode, die aber auch schon vor 10 Jahren nicht mehr so ganz sicher war. Bleiben wir beim RSA. Bleiben wir beim RSA. Und Schlüsselgröße, wir können auf die 496 gehen, dann sind wir auf der sicheren Seite, sichereren, sagen wir mal, weil, ja, wollen wir, das kann jetzt dauern. So, dann haben wir den PGP-Schlüssel erfolgreich erstellt, und zwar für Bob. Damit ist unsere Konteneinrichtung fertig. Wir schließen das und was wir jetzt sehen ist, das war in diesem schönen E-Mail-Programm eben jetzt 2 User haben, nämlich Alice und Bob. Wir hätten das auch mit 2 Computern machen können, was eben ein bisschen mehr technischen Aufwand erzeugt hätte. Dass die beide jetzt hier im selben Programm laufen, ist für unsere Demonstration unerheblich. Das heißt, wir können jetzt vom Bob aus in den Posteingang gehen. Da ist noch nichts da und er hat auch noch nichts. Er kann aber mal eine Mail schreiben an Alice. Was ja auch der Vorteil davon ist, dass der Rechner hier den Alice natürlich schon kennt. Und schreiben wir mal Hallo Alice. Mit einem großen A wäre vielleicht sinnvoller. Und bla bla. Das ist ein bisschen langweilig, aber gut. Und wir schicken es ab. Die Nachricht wird verschickt. Der Bob hat immer noch keine Mails bekommen, aber gucken wir mal bei Alice nach. Die hat außer ihrer eigenen Testmail nichts weiter, aber wenn wir nachschauen, hat die doch tatsächlich eine Mail gekriegt und zwar von Bob. Aber wir sehen, dass sie nicht verschlüsselt ist. Das heißt, wir haben beim Absenden der Mail eben den Fehler gemacht, gar nicht zu gucken, ob wir verschlüsseln. Dann antworten wir doch jetzt einfach mal auf
diese Mail und sagen, wir möchten gerne an den Bob verschlüsseln. Und sagen, hallo Bob, du hast mir eine unverschlüsselte Mail geschickt. Pfui. Und wollen ihm das natürlich verschlüsselt schicken. Da würden wir sie ausschalten, also anschalten. Hatten wir vorhin schon gemacht. Und wir schicken die Mail an Bob. Und dann gehen wir mal zum Bob hin. Der hat noch keine Mails. Der muss seine Mails abrufen. Vorteil bei IMAP ist, dass wir sofort sehen, ob da Mails sind. Wir sehen hier wieder, ist eine verschlüsselte Mail. Das heißt, sie hat keinen sichtbaren Betreff. Wenn sie entschlüsselt wird, hat sie einen Betreff, nämlich die Antwort von Hallo Alice. Hallo Bob, du hast mir eine unverschlüsselte Mail geschickt. Und sie ist verschlüsselt. Und zwar mit diesem Schlüssel, das ist der von Alice, hatten wir vorhin nämlich auch gesehen, mit dem BED hinten am Schluss. Und wir konnten das lesen. Jo, dann antworten wir noch einmal zurück und sagen, sorry, das wollten wir natürlich nicht. Verschlüsselt, verschlüsselt ist angeschaltet. Also wenn wir eine verschlüsselte bekommen und darauf antworten, dann bleibt es automatisch verschlüsselt. Man kann in den Einstellungen auch noch ein paar Optionen wählen. So, damit haben wir eigentlich alles, was es mit der Verschlüsselung zum Mail zu sagen gibt, ausprobiert. Eine Sache vielleicht noch, wir können natürlich an eine Mail immer Bilder, Dateien, sonst was ranhängen und die werden natürlich mit verschlüsselt. So, dann haben wir also gesehen, wie es praktisch geht. Hier sehen wir nochmal, wie die Mail eben für die Leute, die neugierig sind, unterwegs aussieht. Sie ist also auf jeden Fall nicht lesbar. Auch nochmal der Hinweis, die Betreffzeile ist inzwischen auch mit verschlüsselt. Das war ein bisschen schwierig, weil die Betreffzeile bei einer Mail gehört nach den Vereinbarungen aus den 80er Jahren eben zum Mail-Header. Und es mussten also eben da Änderungen vorgenommen werden, damit man auch da verschlüsseln darf. Das ist also jetzt auch der Fall. Das heißt also, wie wir ja gerade in der Praxis gesehen haben, erscheint das Betreff eben nur als Pünktchen. Gut, das heißt, das Verschlüsseln ist seit, sagen wir 40 Jahren, also praktisch wirklich seit mehr als 20 Jahren ohne Probleme möglich. Trotzdem wird es eben nur zu etwa 10% bei den Mails, beim Mailverkehr angewendet. Das ist traurig. Wir haben vor 10 Jahren mal eine größere Aktion gestartet, nämlich die Online-Verschlüsselung beim Bestellen, dass also jeder, der eben mit irgendeinem Unternehmen einen Bestellvorgang ausführen will und nicht will, dass seine Kundendaten eben überall im Verkehr der Mail lesbar sind, der kann eben ganz einfach, wenn dieses Unternehmen das anbietet, was leider bisher immer noch wenige tun, dann kann man eben auch die Online-Bestellung verschlüsselt durchführen. So, noch ein paar Zusätze. Wie finde ich Schlüssel, wenn ich eben zwar weiß, mit wem ich kommunizieren will, aber den nicht direkt persönlich kenne? Dann kann ich erstmal suchen auf einem Key-Server. Da gibt es also beliebig viele im Internet.
Hier als Beispiel eben der Keyserver von heise.de. Und da muss man einfach nur nach der Mailadresse, also Eingabe der Mailadresse, suchen und schon findet man entweder einen Schlüssel oder der Mensch hat dort keinen. Gut, anderes Problem, ich möchte meine Mail eben nicht mit Thunderbird lesen, sondern tue das unterwegs aus dem Hotel eben über einen Browser. Dann kann ich trotzdem Verschlüsselung anwenden oder ich will grundsätzlich meine Mail im Browser lesen, wie über web.de, gmx oder sonst wie. Dann habe ich das Programm MailVelop. Das ist kein eigenes Programm, sondern ist eine Erweiterung für den Mozilla Firefox Browser und gibt vielleicht auch ähnliche für andere Browser. Diese Erweiterung muss ich hinzufügen. Die ist dann gültig oder funktioniert dann für diese ganzen Mail-Anbieter, also gmx, web.de und so weiter, die Sie hier in der Liste sehen. Und ja, dann funktioniert es genauso. Also das Verschlüsselungsverfahren ist das gleiche mit öffentlichen und privatem Schlüssel, wie wir es gelernt haben. Gut, vielleicht noch ein Sonderfall für ja, Experten oder ja, Leute, die eben wirklich gerne möchten, dass niemand in ihre Mails guckt. Die können auch sich bei ProtonMail anmelden. Das ist dann eben wieder eine Erweiterung zur Erweiterung. Das heißt also, hier funktioniert der normale Mailverkehr ein bisschen anders. Das heißt also, es ist anzuraten für Leute, die eben beide, also wo beide Kommunikationspartner über ProtonMail kommunizieren. Dann ja, ist automatisch jede Mail in diesem Verbund verschlüsselt. Gut, ich nehme an, wir haben jetzt ja, Sie nicht total verwirrt, sondern eher animiert, das mal auszuprobieren. Und dann empfehlen wir also Thunderbird als Mailprogramm. Und ja, für alle, die eben mit Mail, weil es ja so alt ist, nichts mehr zu tun haben wollen, da verweisen wir jetzt auf die sicheren Messenger. Diese haben wir nämlich auch untersucht, schon vor einigen Monaten. Und in der folgenden halben Stunde können Sie das dann näher genießen. Einen schönen Abend noch und viel Erfolg. Tschüss.